was uns wirklich am meisten am Herzen liegt, nämlich die Künstler und die Kunst. Jürgen Teller ist seit 2011 in unserer Sammlung vertreten. Er hat eine Kooperation mit Helmut Lang gemacht und unter anderem diese Werke gezeigt, die wir hier sehen, und diese Fotos mit Kirsten McManamy, die er 1996 für das Süddeutsche Magazin gemacht hat. Jürgen Teller hatte sich Charlotte Roche gewünscht als Gesprächspartnerin, aber leider hat sie heute abgesagt. Sie ist erkrankt und konnte nicht kommen. Wie entwickelt sich deine Idee für Kampagnen? Weil du arbeitest ja weiterhin für Marc Jacobs. Wir sind gleich alt. Wir haben so, er ist in New York aufgewachsen, ich bin in Bubenreuth aufgewachsen. Aber das sind so relativ ähnliche Reference Points, was man so für Musik hört, ne? Und für was man sich interessiert und so weiter und so fort, ne? Und wir wollten das anders anfangen, sondern who are we interested in? You know? Nicht jetzt so irgendwie Model Nummer A oder B oder C. Wir haben versucht, was zu machen, was uns interessiert, ne? Und dann haben wir Frühstück gehabt mit Sofia Coppola und dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt die Sofia Coppola mit im Park. Da hat sie eine Handbag mit dabei, das macht ja Sinn. And there are sweet pictures. And for me it made sense. She's everything about her. Also alles, wo sie da steht, sie ist attraktiv, sie macht gute Sachen. I'm interested in her. Und macht auch Sinn, dass die jetzt da rumlatscht im Park mit so einer Handtasche. Meine Agentin damals, so ich dachte, bist du wahnsinnig? You're gonna ruin your career. I was like, fuck my career, it doesn't really matter. Ich hab sofort den Spaß verstanden. Ne? Und dann hab ich sie anrufen müssen und habe sie ein bisschen blöd rumgeschaumt und so. Hab ich gedacht, I tell you exactly what to do. Du bist doch eigentlich nichts anderes wie ein Produkt. Wenn du immer ehrlich bist, kommst du immer, is always the best. Mhm. In life, mhm. In general. Und wir bauen da so eine große Plastiktüte, so eine Verkaufstüte mit Marc Jacobs und ich, I want to have you in it, as the object, as the product. Du wanderst ja sozusagen immer mehr in die Kunst ab, oder bist du ein Modefotograf? Und wirst du es ewig bleiben? Ich habe jetzt schon jahrelang, zeige ich schon ein Museum und ich komme da auch auf Sachen und auf Wege, wo ich sonst nicht die Connection hätte. Mark hat mich gefragt, soll man Cindy Sherman für die nächste Kampagne nehmen? Und dann habe ich gedacht, na, das machen wir. Und dann gleich sofort habe ich mir gedacht, na, was mache ich jetzt? Ne? Und habe ich gedacht, wenn ich jetzt die so einfach fotografiere, da steht da wieder Depp. Ne? Und dann ist mir aber aufgefallen, in diesen 35 Jahren Lebenswerk, die ist dann nie mit irgendjemand anderem da. Und dann habe ich so Selbstporträts gemacht mit Charlotte, mit Cindy Sherman. Mhm. Und it's exciting. Ja. And I earn money. And I meet somebody who is really interesting. Als mein Vater sich umgebracht hat, habe ich gedacht, naja, also irgendwie, entweder könntest du es so hinkippen oder sie können es so hinkippen. Ne? Und ich denke, I just have one fucking life. And I'm fucking grasping it. And I want to take the full fucking blown fucking thing out of it. I want to live.